Hallo, mein Name ist Manuel Blechschmidt, ich bin der CTO der Encentergy GmbH und heute zeige ich Ihnen MediMinder. MediMinder ist eine Web-Applikation, die Ihnen dabei hilft, Ihre Medikamente regelmäßig zu nehmen. Was Sie hier sehen, ist, Sie sehen die Top 10 Wirkstoffe, die in Deutschland verschrieben werden. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann auf Produkt finden klicken. Und was das System jetzt macht, es sucht in der Datenbank und zeigt mir dann alle Produkte von verschiedenen Herstellern, die diesen Wirkstoff enthalten. Ich kann zum Beispiel jetzt mal von Ratiopharm hier unten das Ibuprofen anklicken. Dann kann ich mir aussuchen, welche Packungsgröße ich habe. Sagen wir, ich habe jetzt 50 Stück. Und was dann das System macht, es zeigt mir einen Übersichtsdialog an, wo ich Dosierungshinweise bekomme, Stillzeitenhinweise, Kontraindikationshinweise und noch viele andere Hinweise über das Medikament. Und was ich dann machen kann, ist, ich kann das Medikament zu meinen Medikamentenerinnerungen hinzufügen. Dann kann ich sagen, wie oft ich das Medikament nehmen soll, zum Beispiel zweimal. Dann, was das System halt automatisch macht, es schlägt mir gewisse Zeitpunkte vor, wann ich das nehmen soll. Es sagt jetzt um 12 Uhr mittags und um 8 Uhr morgens. Ich möchte jetzt, dass ich sozusagen zwei Tabletten jeweils um 8 Uhr abends, also stelle ich auf 8 Uhr PM, genau, 8 Uhr abends und um 8 Uhr morgens nehme. Dann klicke ich auf Hinzufügen und jetzt ist dieses Medikament hier bei mir hinzugefügt. Es gibt noch andere Möglichkeiten, um Medikamente hinzuzufügen über dieses Plus. Ich kann jetzt hier auf das Plus drücken. Jetzt kann ich eine normale PZN-Nummer eingeben. Diese PZN-Nummer ist auf jeder Medikamentenpackung in Deutschland angegeben. Ich nehme mal hier das Beispiel, die 78597, 78597. Dann drücke ich auf Suchen. Und finde jetzt hier Aspirin. Ich sehe wieder die entsprechenden Informationen. Und was ich auch machen kann, ist, ich kann hier auf diese Kamera drücken. Und jetzt bin ich in der Lage, mit einer Webcam einen entsprechenden Code zu scannen. Das zeige ich jetzt mal kurz. Und zwar hier habe ich einen entsprechenden Code. Was das System jetzt macht, es versucht diesen Code zu erkennen. Da müssen wir ein bisschen wackeln, damit das System den gleich erkennen kann. Aber das müsste gleich funktionieren. So, schauen wir mal. Spiegelung ist gerade nicht so gut, aber normalerweise sind die Handykameras auch besser als die Webcams. Jetzt hat es funktioniert. Und jetzt sieht man, dass hier Aspirin gefunden wurde. Und das könnte ich jetzt auch zu den Medikamentenerinnerungen hinzufügen. Was dann passiert, das zeige ich jetzt mal kurz über die Konsole. Wenn dann der entsprechende Zeitpunkt gekommen ist, dann passiert Folgendes. Ich kriege hier eine Medikamentenerinnerung, wo drauf steht, bitte nehmen Sie von Aspirin 0,5 ein Stück. Und das wird halt auch auf dem Telefon funktionieren. Das kann ich jetzt nochmal hier kurz über diese Kamera zeigen, wie diese ganze Web-App dann auf dem Telefon aussieht. Die sieht dann halt so aus. Und wenn ich jetzt hier unten zum Beispiel auf das Plus drücke, dann gibt es auch dementsprechend diese verschiedenen Möglichkeiten. Oder wenn ich hier auch drauf drücke, dann geht auch meine Handykamera an und würde dann dementsprechend versuchen, QR-Codes zu scannen. Vielen Dank. Das ganze Projekt gibt es auch auf GitHub und in der nächsten Zeit werde ich einfach versuchen, das nach und nach verschiedenen Leuten zu zeigen und an den Markt zu bringen.